Hey ihr Lieben, einen wundervollen, wunderschönen guten Morgen wünsche ich euch. Wir haben schon mittlerweile Montag. Am Freitag sind die geboren, diese Babys hier. Ja, es sind vier Stück. Es waren vier Stück. Also das hier, der rechte. Die rechte, das sind alles Weibchen. Es ist als erstes geboren, dann die zweite, dann die dritte und der linke hier, das ist der vierte. Ihr werdet euch jetzt fragen, wo die sind. Ja, der dritte ist leider, war leider eine Totgeburt. Ist schon tot auf die Welt gekommen. Ich habe keine Ahnung. Mund-zu-Mund-Beatmung, Mund-zu-Nase-Beatmung gemacht, Herzmassage, keine Ahnung, 15 Minuten oder sowas. Und dann habe ich es halt aufgegeben. Die ist schon tot auf die Welt gekommen. Und die dritte, das waren irgendwie seltsamerweise waren das alles Mädchen, außer beim dritten habe ich nicht wirklich nachgeguckt, weil das tot geboren ist. Wollte ich das nicht noch, kam ich nicht an, auf den Gedanken nachzugucken. Habe es einfach gewaschen, sauber gemacht, in warmem Wasser und dann begraben. Ja, und bei dem vierten, das war irgendwie ganz seltsam. Ich habe nach Kolumbien angerufen, eine Freundin von mir, die viel mit von Hunden weiß, mein Bruder angerufen, der viel mit Hunden gearbeitet hat. Und ja, die haben mir gesagt, dass das normal ist, dass Hunde sterben bei Geburten, dass das eigentlich normal ist. Ja. Ja, und die zwei sind sehr, sehr stark, sehr kräftig, alles eigentlich gut. Und die zweite ist gestern gestorben, am Freitag sind die geboren. Und die andere, die war stark, alles war gut. Ich habe sie extra selbst mitgefüttert. Bin schnell zur Tierärztin gefahren, weil ich Angst hatte, dass Shiva vielleicht zu wenig Milch hatte. Habe extra da Milchpulver geholt, um die noch extra noch nebenbei zu füttern, dass sie auf jeden Fall genug Milch haben. Aber jetzt hat Shiva eindeutig genug Milch. Sie ist, schaut mal, also richtig voll. Zumindest die ersten vier. Ist alles gut, mein Schatz. Alles ist gut. Alles ist gut, mein Schatz. Ja, und keine Ahnung. Also ich bin ganz kurz das Handy laden gegangen. Bin ganz kurz das Handy laden gegangen und auf einmal komme ich wieder. Eine Minute war ich nur weg von den Hunden, eine Minute. Bei mir lag das Hund da tot. Die Nummer zwei. Also es kann wohl sein, sie hat also ein deformiertes Gesicht. Und ich habe mir auch da überlegt, ob es später mal Probleme gibt oder sowas, die Vorderzähne rausnehmen zu müssen, damit sie halt wenigstens Weichfutter ihr Leben lang essen kann. Also wollte sie nicht töten, weil sie wirklich deformiert war. Und meine Freundin in Kolumbien, die hat mir gesagt, dass ich mir keine Sorgen mache, es ist normal, dass durch Schieflage oder falsch liegen, dass ich da das Gesicht deformiert haben kann. Aber wie es aussieht, hatte sie wohl mehr, auch innerlich irgendwie, war sie wohl nicht wirklich gut ausgebildet. Ich weiß es nicht, keine Ahnung. Ich werde jetzt zum Tierarzt fahren und ich weiß nicht, ob ich das Tier beerdigen will. Ich habe jetzt eine Plastiktüte, weil ich will einfach gucken, ob das Tier vielleicht, ich weiß nicht, wie das gestorben ist, aber ich meine, es ist tot, ja. Ich weiß es nicht. Ob ich es jetzt einfach begrabe oder mit zum Tierarzt nehme und dass sie mir sagt, wie es gestorben ist, aber ich meine, ach Leute. Ja, vier Stück sind, also ich habe geguckt im Internet gestern und hin und her, dass wenn ein Drittel der Tiere stirbt, dass das bei Hunden, dass das schon sein kann. Aber wir reden hier von 50% vier Tiere und zwei sind gestorben. Ich meine, ich will euch jetzt auch nicht anlügen, ja. Ich will jetzt hier nicht sagen, drei sind geboren, einer ist gestorben. Ich sage euch einfach die Wahrheit und ich habe wirklich alles versucht. Ich habe dem ihr Essen gegeben, die war sehr stark, ja, die hat von der Mama gegessen, ich habe ihr noch von dem Pulver gegeben, den beiden habe ich auch ab und zu ein bisschen von dem Pulver gegeben, also an dem Pulver kann es wohl nicht gelegen sein, weil die beiden haben auch davon gegessen und die haben mir ausdrücklich gesagt,
dass das kein Problem ist, dass sie das essen können. Ja, der Shiva habe ich auch Pulver gekauft, dass sie mehr Milch produziert. Für schwangere Hundinnen. Das gebe ich ihr jetzt einmal am Tag. Eine Dose. Also eine Dose Pulver und so. Ja. Ja, ihr Lieben. Shiva, Vorsicht. Hey, Shiva. Gut, also. Ja, ich will jetzt nicht auf depressiv machen. Ich meine, ich habe mich darauf eingestellt. Ich wusste, dass das passiert. Ja, wenn du. Ich will jetzt, wie gesagt, Hobbyzucht aufmachen. Also, ich bin jetzt dabei, wie ihr seht. Und. Habe mich darauf eingestellt, dass das ja normal ist, dass Hunde sterben, also Hundebabys sterben. Deswegen gebären die ja so viele, weil eben das normal ist, dass ein, zwei sterben. Also von der Shiva, die Mutter von der Shiva sind auch, das waren aber 12 oder 10, ich weiß jetzt nicht mehr genau mehr. Ich glaube, es waren richtig viele Hunde und 2 sind auch gestorben. Und hat die Mutter, die Frau mir auch die Wahrheit gesagt, hat mir gesagt, die 2 sind gestorben, da sind sie begraben. Und sowas auch ohne Probleme. Hab den Vater gesehen, die Mutter gesehen. Ja, der Vater war ja, der Vater ist der spanische Mastino und die Mutter war American Staffordshire Terrier. Und durfte die beiden Eltern sehen und Tünder, dass die gesund sind und alles. Alles richtig schön. Und trotzdem sind da auch 2 gestorben. Also, ach sorry, Leute. Aber die 2 sind richtig kräftig und wie gesagt, jetzt werde ich mit der Hundezucht gut starten, weil das sind beides Mädchen. Ich werde jetzt eine neue Rasse kreieren. Natürlich bin ich mal jetzt gespannt. Ich werde jetzt, muss ich jetzt wohl die beiden behalten. Ich habe mehr Angebote, ich habe mehr Nachfragen bekommen, als dass ich Hunde habe. Und habe gehofft, dass ich ein Weibchen bekomme, das Erstgeborene, dass es stark wird, ne? Die Erstgeborenen sind ja immer stärker. Ihr seht ja, das hier ist das Erstgeborene. Ihr seht ja, was für ein Klotz das ist. Die rechte ist das Erstgeborene. Und das linke ist das vierte. Ihr seht ja, was für ein Klotz das ist. Ja. Die ist richtig stark. Und die ist jetzt ein bisschen eingerollt, aber die ist richtig lang und groß. Im Gegensatz zum anderen, obwohl der auch groß ist. Die anderen 2 waren nicht so groß wie die 2. Und ja, was soll ich noch sagen? Und habe halt gehofft gehabt, dass der erstgeborene Weibchen wird. Hab immer noch das Glück, dass es so ist. Jetzt habe ich hier auch noch das viertgeborene, auch ein Weibchen, beides Weibchen. Und kann jetzt endlich gut loslegen mit der Hobbyzucht. Ja. So, ihr Lieben. Ich habe mir gedacht, weißt du, mach das, wenn Shiva jung ist. Wenn Shiva jung ist, umso jünger sie ist, umso stärker kommen Babys raus. Ja, wenn Shiva 3 Jahre alt ist, dann soll sie keine Kinder mehr gebären. Ja, das soll nicht so sein. Das will ich nicht. Ich will, dass sie bis 3 Jahre, vielleicht, keine Ahnung, 3-4 Mal geworfen hat und das war's dann und dann glücklich sind und sie soll ja auch nur leben, ja, leben und Spaß haben und einmal im Jahr werfen. Bis sie 3 ist. Und wenn sie 3 ist, ist sie ja noch sehr jung. Und dann können wir Spaß haben. Und dann soll ich Stopp mitwerfen. Dann sollen sie Spaß haben im Leben. Und so dann habe ich das halt eben vor. Ja. Ich meine, auch so hat sie Spaß im Leben. Weil, ich meine, sie ist die Hunde, die gebären in 2 Monaten. Ja. Du machst die schwanger. Die werden schwanger. Und 2 Monaten gebären die schon. Das sind ja große Hunde. Die war schwanger 2 Monate. Zack. Kamen die schon raus. Und wie gesagt, dann einen Monat erholen, dann kann sie schon wieder, ne, loslegen, Spaß haben. Ne, 3/4 Jahr Pause, dann wieder ein Baby machen oder 1 Jahr Pause, wieder Babys machen. Genau. Und mit denen hier auch, dann werde ich wohl die 2 hier behalten, weil ich habe so viele Anfragen bekommen, jetzt gestern schon wieder, vorgestern schon wieder. Ja. Ihr Lieben. Gut, das war's dann erstmal. Ich gebe zu, ich habe gestern schon ein Video gemacht, vorgestern schon ein Video gemacht, aber ich mache vorgestern ein Video.
oder beziehungsweise am Freitag ein Video, wie das erste Baby kommt, dann kommt das zweite raus. Dann kommt das dritte raus, totgeboren. Ich so, ja toll, was nutzt denn jetzt das Video? Ne, weil das, und dann mache ich gestern ein Video. Und dann sage ich, und dann ein Video, wo das andere Tier noch gelebt hat, sage ich, ja toll, soll ich ein Video machen, wo das andere Tier noch am Leben war? Das bringt doch nichts, ich habe es gelöscht. Das ist doch nur Drama, ja. Genau wie wo Weite gestorben ist und vom Auto überfahren worden ist. Habe ich auch die Videos gelöscht, weil was bringt denn das? Brauchen doch kein Drama hier. Ne? Haben schon genug Drama. So, ihr Lieben. Gut, also, wie gesagt, die beiden sind wohlauf, sind sehr stark. Wenn ich die mal auf der Brust nehme, krabbeln die mir schon richtig hoch, wenn ich die Hand hinterm Popo habe. Die krabbeln der Mama schon richtig hoch, die krabbeln manchmal um die Mama herum. Ich habe die Shiba schon gewaschen, schon also sauber gemacht, aber hier hinten lässt sie mich nicht dran. Also nicht, dass sie denkt, was ist das für einen, hat er sie nicht sauber gemacht. Doch, sie war natürlich voller Blut überall, sie hat sich von mir waschen lassen, aber da hinten lässt sie mich einfach nicht dran. Die Beine habe ich auch so gut wie ich konnte sauber gemacht, aber da hinten lässt sie mich einfach nicht. Ich muss halt gucken, dass sie sich noch ein bisschen beruhigt. Und dann werde ich sie da hinten auch richtig sauber machen. Falls jetzt so ein Hundeprofi so genau auf jedes Detail achtet, sorry, ich habe es wirklich versucht. Und genau. Ja, und bei dem Hundebaby Nummer 2 war das genauso. Hab auch Mund zu Mund. Ich sehe, dass das komplett blass wurde. Blass, blass. Ich habe nur das Handy aufgeladen. Schnell, ich war nicht mal eine Minute weg. Komm wieder. Nicht mal eine Minute. Handy, zack, an den Stecker ran, wieder zu den Hunden. Auf einmal liegt es da. Verliert Farbe, wird grau im Mundbereich. Die Hände, die Pfoten. Dann habe ich schnell Mund zu Mund Beatmung gemacht. Herzmassage gemacht. Da wurde es auf einmal wieder rosa. Hat kurz und dann war es das und dann ist sie gestorben in meinen Händen. Ja Leute, komm, da hinten ist es dreckig, mein Schatz. Bleib hier. Also, gut. Dann werden wir jetzt hier zum Tierarzt fahren. Zu meiner Tierärztin. Und alles tun, was gemacht werden muss, ihr Lieben. Betet bitte, dass alles gut ist. Und Leute, wenn jetzt, ich bitte euch, ja, gebt bitte keine dummen Kommentare. Ich bitte euch, ja. Ich habe das, ich denke mal, das reicht, ja. Ich will nicht fürs ehrlich sein, noch dumme Kommentare bekommen. Sowas wie Flamme des Herrn oder sowas, ja. Ich habe mich, wie gesagt, darauf eingestellt, dass wenn du Hunde züchtest, dass man das Züchter durch so ein hartes Leben gehen. Ständig sehen, dass Hunde sterben, die müssen da eben halt eben durch. Ich habe mich darauf eingestellt und so ist das nun mal, okay? Brauche ich jetzt keine dummen Kommentare, bitte. Wenn jemand irgendwas nicht passt, dann bitte einfach deabonnieren, mich blockieren oder sonst was von mir weggehen. Aber bitte keine dummen Kommentare, ja? Ich habe wirklich alles versucht. Also, ihr Lieben. Didi. Komm. Hast du gut gemacht. Hast du gut gemacht. Hast du ganz gut gemacht. Ja. Ich kann es kaum erwarten, wenn die Augen aufmachen, Leute. Hoffentlich haben die auch blaue Augen oder ein blaues Auge. Na gut, ihr Lieben. Dann bis dann, ja?